Jetzt aber zu ihr, Saskia Esken, die ganz Neue an der SPD-Spitze, verkauft sich gern als schwäbisch zupackend, das gute Gewissen der SPD, linker als die meisten, aufrechter als viele. Aber wer sich ihr Vorleben ansieht, der stößt auf einige, die das so nicht durchgehen lassen können. Einige, die mit ihr in nächster Nähe zusammengearbeitet haben, haben eine andere Saskia Esken kennengelernt. Sascha Adamek und Markus Weller. Saskia Esken ist die neue Chefin der SPD. Gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans soll sie die Partei aus dem Umfragetief in eine neue, bessere Zukunft führen. Die SPD soll wieder die soziale Bewegung für die vielen sein. Eine Bewegung, die sich den Weg erarbeitet, die den Weg weist in die neue Zeit. Seit diesem Parteitag wird die SPD das erste Mal von einer Doppelspitze geführt. Und das erste Mal von einer waschechten Hinterbänklerin. Die fehlende Führungserfahrung der Newcomerin wird so schnell zum Thema. Ich glaube, das höchste Amt, was Sie inne hatten, das war nicht in der Partei, war das einer Vizevorsitzenden im Landeselternbeirat. Ist das tatsächlich vergleichbar mit dem Führen einer Regierungspartei? Das ist eine Situation gewesen, die mit der SPD ein einigermaßen zerstrittener Laden gar nicht so falsch vergleichbar. Und hier sitzt er, der Landeselternbeirat von Baden-Württemberg, in dem Saskia Esken sich fit für die Führung der SPD gemacht haben will, ehrenamtlich. Wir treffen Christian Buksch. Er war Vorsitzender, als Saskia Esken 2011 in das Gremium gewählt wurde. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit ihr tritt er zurück und Saskia Esken rückt in den Vorstand auf. Ich habe gemeinsam mit anderen die Führung dieses Landeselternbeirats übernommen, aus einer Zeit heraus, wo der 10 Jahre lang sehr autokratisch geführt worden war und hoch zerstritten war. Und wir haben das Gremium demokratisiert, wir haben das Gremium zusammengeführt. Dass Saskia Esken ausgerechnet ihre Arbeit in diesem Vorstand als Nachweis ihrer Führungskompetenz ausgibt, kann Christian Buksch kaum glauben. Was Frau Esken behauptet, stimmt nicht. Wir hatten in der Zeit, in der Saskia Esken im Vorstand war, noch nie so viele Rücktritte. Wir hatten Mitglieder, die in großer Zahl aus Sitzungen mittags ausgezogen sind. In einer Sitzung waren es 9 Mitglieder, die ausgezogen sind, weil man das Gebaren des Vorstands vom Inhalt, vom Miteinander umgehen nicht mitmachen wollte. Und ich sehe nicht, dass da Frau Esken aufgetreten ist, um diese Situation zu befrieden. Gabi Wengenroth arbeitete damals schon seit 11 Jahren als Büroleiterin in der Geschäftsstelle des Landeselternbeirates. An das neue Vorstandsmitglied Saskia Esken hat sie denkbar schlechte Erinnerungen. Der neu gewählte Vorstand wirft ihr Illoyalität vor, denn sie hält mit dem zurückgetretenen Vorsitzenden Buksch weiterhin Kontakt. Um eine Kündigung zu rechtfertigen, greift der Vorstand zu drastischen Mitteln. Zur Kündigung kam es so, dass ein Vorstandsmitglied sich die Passwörter der Mitglieder der Geschäftsstelle hat geben lassen, hat sich dann den Mail-Account der Mitarbeiter angeschaut und aufgrund dessen, was er da vorgefunden hat, hatte der Vorstand dann entschieden, die Dame zu kündigen. Saskia Esken schreibt Gabi Wengenroth eine Mail, in der sie sie vor die Wahl stellt, selbst zu kündigen oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Und sie schließt ihre Mail, Zitat, wenn du das möchtest, dann können wir danach noch gemeinsam in dein Büro gehen und du kannst dort persönliche Dinge mitnehmen. Mit freundlichem Gruß, Saskia Esken. Ich durfte von dem Moment an das Gebäude nicht mehr betreten, musste den Schlüssel abgeben und alles. Und einige Tage später hatte ich eine schriftliche Kündigung von Frau Esken persönlich in den Briefkasten gesteckt bei mir zu Hause, wo ich sie gesehen habe. Im Briefkasten gehabt. Ist das rechtens? Wir lassen die Arbeitsrechtsexpertin Jutta Glock sämtliche Unterlagen, die Kontraste exklusiv vorliegen, prüfen. Darunter auch das Kündigungsschreiben des Vorstands. Ich halte die sofortige Freistellung für rechtswidrig, denn im Raum stand eine Loyalitätspflichtverletzung. Das rechtfertigt nicht eine sofortige Freistellung. Sie ist nur dann erlaubt für den Arbeitgeber, wenn Gefahr im Verzug ist, wenn Schaden droht und nach dem Grundgesetz der Arbeitnehmer eben ein Recht auf tatsächliche Berufsausübung nach Artikel 12 Grundgesetz hat, was ich nur unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen einschränken darf.
Die Kündigung, die Saskia Esken als Mitglied des Vorstands persönlich in den Briefkasten der Angestellten wirft, hätte gar nicht erst ausgesprochen werden dürfen. Die Kündigung gegenüber der Arbeitnehmerin war rechtswidrig aus vielerlei Gründen. Erstens, weil formal der Vorstand gar nicht kündigen durfte, weil zweitens kein Kündigungsgrund, nämlich verhaltensbedingt, gegeben war und weil drittens auch noch die Durchsuchung des PCs rechtswidrig und strafbewehrt unzulässig war. Am Ende zog der Vorstand in einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht die Kündigung gegen Gabi Wengenroth zurück. Sie erhielt eine Stelle im Kultusministerium. Arbeitsrechtler Professor Peter Schüren kann im Verhalten der heutigen SPD-Vorsitzenden keine Führungskompetenz erkennen. Arbeitsrechtlich ist ja ungefähr alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Die ganze Sache ist aber auch grob und herzlos durchgeführt worden, denn auch einer älteren Arbeitnehmerin gegenüber kann man nicht so vorgehen. Das müsste auch einem Laien klar sein. Schwere Vorwürfe gegen die neue SPD-Vorsitzende. Wir wollten mit ihr darüber sprechen. Gleich zweimal sagt sie fest vereinbarte Interviews ab. Schriftlich teilt sie Kontraste schließlich mit. Zu arbeitsrechtlichen Fragen werde sie sich nicht äußern. Und, Zitat, wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt. Dass das nicht allen gefallen hat und wir dabei auch auf Widerstände gestoßen sind, versteht sich eigentlich von selbst. Uwe Hück hat als Betriebsratsvorsitzender bei Porsche über Jahre hinweg die Interessen zehntausender Arbeitnehmer vertreten, ist selbst SPD-Mitglied. Was sagt er zum Führungsverhalten seiner neuen Vorsitzenden? Die SPD ist die Schutzmacht der Arbeitnehmer und wir kümmern uns um diese Menschen. Ich möchte jetzt meine Genossin Frau Esken jetzt nicht zu nahe treten, aber ich sage ganz offen, das passt zu der SPD nicht und die SPD wird sowas nicht zulassen.